Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen in der wunderschönen Stadt München. Falls ihr sehen könnt, Randy ist in Tracht. Wir werden jetzt aufs Oktoberfest gehen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, es ist 8 Uhr morgens. Um 9 Uhr werden die Pforten geöffnet beim Oktoberfest und Randy ist da. Ich versuche heute das erste Bier zu trinken. Was für ein Und dieses ganze Video, das wir heute drehen werden, Ladies and Gentlemen, ist unterstützt von iClip. iClip ist nicht nur der leichteste, sondern durchdachteste Geldbeutel auf dem Markt. Platz für 12 Karten und 20 Scheine, Ladies and Gentlemen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, oh, ich will die Franken von hier hinten und nicht die hier alle, dann geht hier hinter, klappt es einfach so rum, nehmt euch den schön raus. Wenn ihr zum Beispiel die hintere Karte braucht, dann geht ihr hier drauf und habt die Karte raus. Und die hier bleiben alle schön drin. Der kompakteste Geldbeutel auf dem Markt. iClip gibt es in sehr vielen verschiedenen Designs und ist erhältlich in unterschiedlichen Materialien, wie Kunststoff, Edelstahl oder Titan. Und das beste Feature bei iClip ist für mich nicht nur, dass sie super aussehen und robust sind, sondern dass sie in so gut jede Hosentasche passen. Und ich spüre ihn auch nicht beim Gehen. Ich könnte jetzt joggen gehen mit der Lederhose. Mit dem ersten Link in die Beschreibung kommt ihr direkt auf die Seite von iClip und mit dem Code Randy15 spart ihr euch 15% auf dieses schöne Ding oder auf dieses schöne Ding oder auf dieses schöne Ding. Ich habe eine ganz kurze Frage. Jawohl. Ich brauche von euch, weil ihr seht 10 von 10 aus. Was sagt ihr zu meinem Outfit? 5. Top 5? Oh, das war gemein. Das war gemein. Schon ziemlich gut natürlich. Aber deins ist auf jeden Fall besser. Hab mich gefreut. Viel Spaß. Danke. Ronaldo. Schmeckt halt ehrlich nicht um 8 Uhr morgens. Der Mann geht gerade zum ersten Mal mit mir auf die Wiesn um 8 Uhr morgens. Die Wiesn hat noch nicht mal offen. Ey, ich wollte, dass der T-Shirt wird. Ich trinke das erste Bier auf der Wiesn. Wir gehen jetzt da lang, bis mich jemand erkennt. Wenn mich keiner erkennt, dann wird es gelöscht. Kennt mich keiner von euch, oder? Ganz gut. Ihr kennt mich nicht, oder? Ihr kennt mich auch nicht. Darf ich dich kurz haben für die Kamera? Ja, eigentlich war er der Erste. Aber der ist der Erste. Englisch. Darf ich dich kurz haben? Ja, kannst du Englisch mit ihm reden? Englisch, ja. Ja, dann geh vor. Magai, how you doing? I'm doing well. You doing good? Yeah. What's your name? Jay. Since when are you waiting here? 3 a.m. Er wartet seit 3 Uhr morgens. Are you excited? Hell yeah. So, the ready first beer, drink. You get the first beer? I guess so. So, can you get me? For me too? Yeah, man, why not? Can I come? No. God damn! I'll take the highest bidder, though. All right. Enjoy, bro. All right, take care. See you later. Also, ganz kurz zum Verständnis für euch. Wir gehen hier schon 400 Meter hoch. Hier sind nur Leute die ganze Zeit. Es ist wirklich crazy. Wir werden uns jetzt fairerweise erstmal hinten anstellen, aber ich schwöre euch, wir werden uns durchdrängeln. Und jeder, der sagt, nee, ihr seid voll unverschämt, man drängelt sich vor. Simpel. Ihr müsst meinen Kanal abonnieren. Warum? Kennt ihr mich? Kennt ihr mich? Do you know me from YouTube maybe? Ja, genau, das ist das Problem. Lass ein Abo da. Bro, das ist ja schon alleine lustig genug, dass wir hier gerade durchgehen, oder? Gute Frage, ist das auch im Eingang? Ja, aber nur mit Arbeit. Also, Ladies and Gentlemen, es funktioniert nicht. Es wird schwierig. Es wird sehr, sehr schwierig. Es wird nichts. Das ist der Mitarbeiter aus. Hey, weißt du, was wir nächstes Jahr drehen? Du weißt, was wir nächstes Jahr drehen, oder? Ja, ja. Oh mein Gott. Ladies and Gentlemen, nächstes Jahr kommt die beste Folge vor der Wiesn überhaupt. Gentlemen, das hier ist ein 8 Uhr morgens Zufall, wie er nicht besser sein könnte. Herzlich willkommen, Riad, in der Show. Letztes Jahr, Oktoberfestvideo, war der Mann auch dabei, gell? Ja, klar. Wir gehen jetzt ganz nach vorne. Ich werde mich da jetzt ein bisschen durchdribbeln. Und dann laufe ich da rein. Kapelle, erster Tisch links. Und da sitzen wir dann gleich. Let's go. Wir gehen weiter vor, Ladies and Gentlemen. Wir sind gerade locker 600 Meter vor. Ja, wie hat er das denn gemacht? Ich spreche jetzt hier mit einem offizielles Shoutout wirklich aus. Wir sind gerade First Row. Wegen diesem Mann. Weil das ist dein Geldbeutel. Ja. Hier kommt jetzt ein Zaubertrick, mach deine Augen zu. iClip! Nein! Du kriegst den von mir geschenkt. Niemals. Neu, komplett. Und sogar mit Bargeld. Für dich. Mit Bargeld. Bar, Cash, Money. Das ist 20. Zeig mal, wie dein Bargeld jetzt da reingeht. Mach mal das Plastik das raus. Plastik muss raus. Oh. Du klemmst ihn dann hier ein quasi. Schau mal, der Mann hat ja wirklich Bargeld. Dann machst du hier zu. Wie eng das ist. Schau, wie gut. Man sieht's nicht mal. Danke an die Sponsoren des heutigen Videos. iClip. Digga, ich stand da ganz vorne. Alter, ich hab 5 Bier gesoffen. Ja. Warte mal kurz, da ruft gerade jemand an. iClip. Digga. Ich war da vorne. 9:50 Uhr, Ladies and Gentlemen, es geht jetzt los. Where are you from, guys?
California. California. Oktoberfest. Yeah. Yeah. Ladies and Gentlemen, wir gehen rein. Wir gehen rein gerade. Es eskaliert. Okay, ist genug. Riad, lauf! Oh mein Gott, oh mein Gott. Keine Tasche, nix. Ladies and Gentlemen, das war einer der härtesten Sprints meines Lebens. Einmaliges Erlebnis. Hast du viel gefilmt? Ja. Du bist ein Soldat. Kurze Frage. Wie hoch sind die Chancen, dass ich das erste Bier auf der Wiese bekomme? Ladies and Gents, wir sind auf der Wiesen. Es ist fucking 9 Uhr morgens. Ey, ich schwöre. Hey, sei ehrlich, der Sprint war anstrengend. Ja, aber du warst stark dabei. Und wegen dir sind wir so weit vorne, weil wegen mir... Wenn wir hinten noch. Mr. Sprinter! Oktoberfest! Hey! Ich hab dich vermisst, letztes Jahr. In meinem Leben habe ich sowas noch nie gemacht, was heute passiert ist. Was sagst du dazu? Sag das für die Zuschauer, damit die checken. Wir haben zu viel gelaufen! Krank! Oktoberfest! Wir zocken jetzt. Skippo bis um 12. Servus, hier ein paar Herzen. Ich habe iClip. Mit was? Mit iClip. Mit iClip, ich kenne nicht iClip. Ja, das ist jetzt kennt. Schau mal, das ist iClip. Wie findest du den? Sehr schön. Macho für dich. Ja, wo ist er denn? Ich sehe ihn hier in Rot. Magst du ihn hier in Rot haben? Macho mag ich. Macho in Rot, ja. Der kostet 11,50. iClip. Ich habe kaum Kleingeld. Das passt so, habe ich ja gesagt. Ach so, passt so, danke. Warum? Wegen iClip. Ja! Also kurz zum Verständnis für euch, Ladies and Gentlemen. Meine Stimme ist jetzt schon am... Ihr seht aber, das Zelt ist voll. Bis 12 Uhr gibt es hier kein Bier. Das heißt, die Leute sitzen hier, spielen Karten, müssen sich unterhalten. Und das machen alle hier so. Alle. Wir haben Skippo. Wir sehen uns um 12. Einmal. 159, genau. 11,39, genau. Ladies and Gentlemen. Schönen Nachmittag, erste wichtige Stimmung zu Beginn des Oktoberfestes 2024. Freunde, wie ist die Stimmung? Um ein Bier anzustechen, braucht man 1 bis 3 Schläge. Ich hoffe, der Bre macht es mit dem ersten, weil ich bin durstig. Ich bin auch super durstig. Ich sag auf den vierten. Danke, ey, danke. Und auf geht's. Ja, los. 1, 2. Und auf dies. Dieses Italienische, wo ist das Italienische? Pifigiano. Welches? Ja, genau. Pifigiano. Was heißt es? Pifigiano. Wie bitte? Pifigiano. Ey, das heißt nicht wirklich auch noch. Die erste Bier. Ladies and Gentlemen! Zeig die Uhrzeit! 12:03! Randy hat das erste Bier! Es ist das erste Bier! Es ist das erste! Ich hab vor allem getrunken! Es ist das erste! Ich hab das erste Bier! Es war das erste! Ich war wirklich das erste! War das jetzt unverschämt, dass ich getrunken habe? Ich hab nicht! Oktoberfest, danke für Einschalten. Hey.
Du bist der erste Rumäne, der Bier auf der Welt trinkt. 2024. Weißt du genau, was sie machen? Ja, ja. Aber ich hatte das erste Maß. Bro, ich hatte die erste Maß auf der Wiese. Bro, 12:03 Uhr und getrunken. Ey, Oktoberfest. Super. Danke, wir gehen heim, schlafen. Bro, du hast das erste Bier auf der Wiese bekommen, gell? Ich schwöre, ich hab das erste Bier auf der Wiese. Ey, warte, ich brauch irgendwen, der mir das. Ich hab safe das erste Bier gehabt. Ey, ich weiß, du setzt doch mal hin. Wie gefällt's dir bis jetzt? Schon gut. Schon krass. Die Sache ist, ich bin halt wirklich schon K.O. Ich sag euch ehrlich, wie es ist. Ich bin seit 4 Stunden hier, ich bin am Arsch. Too late. Ich habe mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Mit dem ersten Link in der Videobeschreibung kommt ihr direkt auf die Seite von iClip und mit dem Code RANDY15 spart ihr euch 15%.